Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Ayoko. Und ich bin Takeru. Und das ist meine Welt. We're invincible. We're invincible. Ja, wie ihr seht, wird es heute doch was mit dem Video. Und der verschollene Praktikant ist auch aufgetaucht. Er schuldet mir trotzdem noch etwas dafür, dass er den ersten Arbeitstag einfach nicht da war. Aber selber krank sein. Aber ich war wenigstens am Start. Was sagen Sie zu Ihrer Verteidigung? Ich hätte die ganze Chisei auseinandernehmen können mit meiner Krankheit. Nehmen wir mal so hin. Heute wird ein kleines Notfallvideo gemacht, denn ich hatte ja die Woche über nicht wirklich Zeit, irgendetwas vorzubereiten. Was es ist, steht entweder schon im Titel oder ihr seht es gleich auf jeden Fall. Ja, ich sag erstmal noch nichts dazu, weil ihr seht es ja eh gleich. Und wir gehen jetzt, glaube ich, erstmal frühstücken. Aber eine Frage habe ich noch. Was sagen Sie dazu, dass Sie jetzt Mitglied dieses Kanals sind? Hi. Ich habe ihm gesagt, er soll ganz natürlich sein. Wir machen uns jetzt auf jeden Fall auf den Weg in die Stadt, um erstmal etwas zu frühstücken. Und dann geht's zum Termin. Freuen Sie sich? Ja. Ist sehr wichtig, der Termin für mich. Wie wäre es, wenn Sie mal ein bisschen mehr Freude zeigen? Yeah! Okay, angenommen. Bis gleich! Oh mein Gott, voll überlichtet! Wir haben Frühstück! Oh mein Gott, ja! Was hast du? Du hast ein Schokobrötchen, ne? Ja. Ich hab einen Käse. Ich hab einen Käse-Croissant. Schokolade am Morgen, Alter, wie kannst du nur? Ich will doch Pizza am Morgen essen. Wahrscheinlich auch so kalte Pizza. Nein. So, wir haben jetzt noch, glaube ich, eine halbe Stunde Zeit. Und dann müssen wir dahin gehen, wo wir hin müssen. Es ist sowieso schon eigentlich klar. Also er lässt sich nicht bestechen, ne? Wir fragen dann einfach mal ganz lieb und nett, ob wir da filmen dürfen. Aber das war ja auch bei meinem Piercing kein Problem. Deswegen denke ich, ist das bei dem Tattoo auch kein Problem. Die Leute, das sind ganz nett. Wir frühstücken jetzt erstmal, gucken noch ein bisschen in der Stadt rum. Und dann geht's nach Silbermond. Bis gleich! Ciao! Ich vergesse immer noch, dass er dabei ist. Stell, du gehörst dazu. Möchten Sie noch etwas sagen? Ja, tschüss. Okay. Jetzt aber. Hallo Leute, wir sind jetzt im Shop und der da hat langsam Angst. Nicht Angst, es ist einfach nur erstes Tattoo halt. Ja, gibst du hast Angst? Nein, Angst habe ich nicht. Ja. Doch, Dick hat auch Angst. Auf jeden Fall geht es gleich los. Wir werden gleich mal fragen, ob wir das filmen dürfen, aber an sich war das bei meinem Zündfließen auch kein Problem, das zu filmen. Und dann mal gucken, ob er Nein, ich glaube nicht. Das träumst du auch nur, das träumst. Ich habe auch nicht bei meinem geheult. Das kribbelt halt einfach angenehm. Okay. Ja. Und dann sind wir gleich mal gespannt, beziehungsweise er ist sehr aufgeregt und gespannt. Haben Sie noch irgendwelche letzten Worte, bevor Sie abgeschlachtet werden? Ich überlebe das. Okay, dann bis gleich. Liebes Twin, das ist uns aus meinem Mantel zu machen. Hi Freunde, wir sind wieder da und jetzt geht's langsam los. Und haben Sie schon Angst? Angst nicht, ich bin nur aufgeregt. Okay, das solltest du wissen. Ich habe schon gefragt, ob ich das filmen darf und ich darf filmen. Yay! Ja, dann bin ich mal gespannt, wie das am Ende aussehen wird. Und du bist schon auch, ne? Ja. Ja gut, dann würde ich mal sagen, entweder mache ich eine Timelapse draus oder... Ja, je nachdem, wie länger es dauert, seht ihr dann, ob es ein Timelapse wird oder eine normale Geschwindigkeitsszene. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Auf jeden Fall geht's jetzt los. We'll be right back.
Die auch längst nicht fertig. Und so schaut das Ganze jetzt aus. Ich sehe es jetzt auch erstmal richtig so. Sieht schon echt nice aus und jetzt kommt noch die Farbe drauf.
down and the shadows above the town I can finally see you now. I see the fear inside your eyes, I see the pain in your smile. I can finally see you now. Hallo Leute, jetzt sind wir fertig, wie es offensichtlich zu sehen ist. Ja, mal gucken, wie wir das Ganze zusammenschustern werden. Außerdem wird er diesen Vlog heute schneiden, weil er soll ja lernen. Außerdem, genau. Ja, also ansonsten würde ich mal sagen, er hat es überlebt und würde euch mal ein bisschen so, glaube ich, seine Erfahrungen mitteilen, wenn er noch was dazu sagen hat. Also hab keine Angst davor, schmerzt nicht doll. Das kommt aber auf die Stelle an, ne? Ja. Wie war das so mit der Farbe? Ja, wenn ihr euch Farbe stechen lasst, das kann mehr wehtun, muss aber nicht. Also habt ihr es gehört. So, wir werden jetzt noch ein bisschen in der Stadt ein paar Erledigungen machen, weil ich noch ein bisschen was erledigen muss. Aber dann sind wir fertig und werden uns auf den Weg nach Hause machen, wo er sich dann an den Schnitt setzen wird. Übrigens habe ich immer noch nicht meine Entschuldigung gekriegt, dass du nicht an deinem ersten Arbeitstag warst. Das kriegst du noch. Ja, ich will es hoffen. Du bist hier der Praktikant, du musst mir Energy besorgen statt Kaffee. Ich bekomme keine Bezahlung, also ist das doch... Trotzdem! Dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich verlinke euch auf jeden Fall den Shop, der heißt Silbermond. Die machen echt sehr krasse Sachen. Vielen Dank, dass ich nochmal da filmen durfte und so. Es hat echt Spaß gemacht. Mal noch die coolen Themen, die man zwischendurch hatte, wo er dann, glaube ich, abgelenkt genug war. Ja, auf jeden Fall echt, ihr seid ein klasse Laden. Guckt auf jeden Fall mal vorbei. Die machen echt coole Sachen, wie Piercings und Tattoos, logischerweise. Ja, wie gesagt, Link ist in der Videobeschreibung, genauso wie alle anderen auch Sachen auch. Guckt auch, wie gesagt, immer mal wieder in die Videobeschreibung. Da sind die Conventions verlinkt, auf denen wir beide dieses Jahr noch gehen werden. Es kommen immer neue dazu. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Jeden Samstag um 12 Uhr kommt ein Video von uns beiden. Ab sofort wird er mitarbeiten und schneiden, wenn da mal eine Scheiße reingeschnitten ist. Gebt ihm die Schuld. Danke. Dann machst du die Scheiße rein, schiebt es auf mich. Genau. Schaut doch auf Instagram vorbei, denn da mache ich mittlerweile hauptsächlich nur noch etwas mit Fotos. Auf Facebook so gut wie gar nichts mehr. Und dann sehen wir uns am Samstag zu einem neuen Video von uns wieder. Bye bye. Ciao. Und das war mega scheiße.